anfasst. Haminger, du magst das, wenn man dich anfasst. Ja, oh ja, das gefällt dir. So, und jetzt mache ich die noch richtig geil hier. Oh ja, gell, das magst du, ja. Das gefällt dir, gell, das ist geil. Super geil. Okay. Haminger hat ein Herz. Pascal hat eins, sehr schön. Die Hexer 2 verrät mir bald ihren Wunsch. Oh, wer hat da noch eins? Mira hat ein Herz. Hey, super. Das ist doch mal super. Das freut mich. Der zweite Player sollte sich mal bitte da aus dem Bildschirm verpissen. Dankeschön. So, dann rennen wir doch jetzt mal rüber zum Pascal. Ah, zweiter Player, verpiss dich. Wir rennen mal rüber zu Pascal. Alter, hallo, Linda, Linda, hallo, hallo, Linda, Linda, hallo, hallo, Linda, Linda, hallo, hallo, Linda, Linda, hallo, hallo, Linda. So, ich fass dich mal ein bisschen an. In den Regionen, wo dich noch nie ein Mann zuvor angefasst hat, an deinen Haaren. Natürlich rede ich von der Kopfbehaarung, was denkt ihr denn, Leute? Also wirklich. Na, 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 na. So, Nizi schaut ganz brav zu. Ich finde das so herrlich. Die schaut ganz brav zu. Selina! What's up? Ja, komm, redet's nicht so viel. So. Bruno, du kommst auch gleich dran. Keine Angst. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, das glaube ich dir. Soll ich schon mal die Hose runterlassen? Nein, heute bitte nicht, Bruno. So, heute mal nicht. Selina, bleib gleich in der Nähe. Ich will dir noch etwas geben. Etwas Langes, Hartes. Nimm ich diese Blume hier. Bitteschön. So, du heißt doch Bruno, oder? Nein, Heiko heißt du, genau, Heiko. Wie komme ich auf Bruno? Gottes Willen, wie komme ich auf Bruno? Alles doch scheißegal, du heißt aber jetzt Bruno, da bitte. Du bist jetzt Bruno, aber ich heiße doch Heiko. Nein, du heißt jetzt Bruno. Ah, der zweite Player ist wieder im Bild. Weg damit. So, ich will mal runter hier zum Strand und da mal gucken, ob da irgendwas liegt. Ja, da haben wir schon was. Da, guckst du mal. Und sonst nichts mehr, okay. Oh, Mizi hat was gefunden. Sehr schön. Gut gemacht, Mizi. Die wartet da ja dann ganz brav, bis man es endlich abholt. Süß ist die Kleine ja schon. Hey, Pascal, was geht ab, Digga? Mann, ich will dich nicht dauernd zweimal ansprechen. Ah, auch nicht dreimal. Mann. So. Jetzt wirst du noch ein bisschen hier. Ja, das gefällt dir, gell? Das gefällt dir. Kann ich jetzt bei Luna eigentlich auch machen? Aber bei Luna bringt mir das eh nichts. Bei Luna bringt mir das eh nichts. Wo es mir gerade einfällt, habe ich eigentlich Shift... Tickets Teil. Nein, habe ich nicht. Ich muss mir erstmal welche kaufen, okay. In der Regel nicht schlimm. Aber in der Regel trugen Wikinger auch rote Bärte. Ja, wir kaufen uns mal ein paar Tickets noch. Was kosten die eigentlich? 400. Viel. Sehr viel Geld. Immer wieder meine obligatorischen 5 Stück. Ja, ich muss mir immer 5... Ich muss das alles über einen 5er-Schritten kaufen. Das geht nicht anders bei mir. Ich muss das immer in so schönen 5er-Schritten kaufen. Dass ich irgendwie so... bei 5 bin oder bei 10, bei 15, 20 etc. pp. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie keine Ahnung. Ist ein schlimmer Tick bei mir. Am schlimmsten ist es bei Pokémon bei mir. Ganz schlimm. Ich kaufe mir Tränke 5 Stück.
Aber ich brauche doch nur zwei. Nein, du brauchst fünf. So. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Wunderbar. Und die Uhr sagt mir, du hast noch ganz viel Zeit heute. Du kannst heute noch wunderbar viel aufnehmen. Das ist toll. Ja, meine Uhr kann reden. Dafür, dass ich gar keine Uhr habe, sondern nur ein Handy. So. Haben wir da was? Das kann ich nicht mitnehmen. Okay. Kann ich dich mitnehmen? Nein, nichts davon kann ich mitnehmen. Mizi, wie gefällt es dir eigentlich hier auf der Tukan-Insel? Ist doch schön hier, oder? Da würde doch jeder gerne hin. Da würde doch wirklich jeder gerne hin. Genau, große Verlosung. Schreibt es in die Kommentare. Der Erste, der es irgendwie schreibt, der bekommt von mir eine. Der darf mit mir, genau. Der darf, der bekommt einen Urlaub mit mir zusammen auf der Tukan-Insel. Hier, auf der da, wo wir gerade uns befinden. Bekommt der mit mir einen Urlaub? Ist doch schön, oder? Also Leute, schreibt es in die Kommentare. Was müsst ihr schreiben? Ihr müsst schreiben... keine Ahnung. Viva la Luna, genau. Ihr müsst Viva la Luna schreiben. Weil Luna die größte ist. Und genau, wer das als erstes schreibt, der bekommt mit mir einen Urlaub auf der Tukan-Insel. Oh yeah. Große Verlosung hier, ja. So. Okay. Ja, komm, der, wunderbar. Wieder groß, groß, groß. Alles muss groß sein. Ich finde es ja putzig, wie Luna mir ganz brav zuschaut. Wahrscheinlich voll in Erwartung oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Oh, jetzt bekomme ich sicher gleich einen Fisch. Oh, da beißt er was an. Ah, warte kurz. Ja, ja, ja. Gleich hat er... Oh, jetzt hat er ihn gefangen. Ja, kriege ich den. Oh, er packt ihn ein. Und wahrscheinlich denkt sie das jedes Mal beim Fisch. Jedes Mal. Und jedes Mal enttäusche ich sie, weil ich ihr nichts schenke. Irgendwie schon irgendwie grausam, keine Ahnung. So. Na, kommt's. Bitte anbeißen. Da will doch jetzt sicherlich mal was anbeißen, oder? Komm, 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 komm. Nicht? Hallo? Will bitte jemand anbeißen? Also, wenn es so weitergeht, dann hole ich mir einen Kaffee. Ich hätte jetzt gerade irgendwie voll Lust auf einen Kaffee. Ich hätte jetzt gerade echt wahnsinnige Lust auf einen Kaffee. Soll ich jetzt einen Schnitt machen, mir einen Kaffee machen, oder was? Es geht auch nicht. Ich kann nicht einfach einen Schnitt machen, weil ich mir einen Kaffee jetzt machen will. Oh, prinzipiell gesehen würde es schon gehen, ja, aber das wäre doch scheiße. Das geht doch nicht. Gleichzeitig muss ich sagen, ich werde gerade echt müde. Na komm. Dim, dim, dim. Jawohl, da beißt das an und wieder nur sowas Kleines. Nein, da soll doch, wenn er was Großes anbeißen. Vielleicht ein Garados. Genau, da soll ein Garados anbeißen. Absoluter Daumen hoch für Garados. Garados ist eines der geilsten Pokémon, die jemals kreiert wurden. So denkt ihr sicherlich auch. Ich fand's ja herrlich, wo hier mit Pokémon XY und so. Da habe ich ja mein Garados. Und mein Garados hat natürlich ein positives Wesen. Hier EV auf Angriff und so ein Scheiß hier. Ja, schön trainiert worden. Und ist auch Level 100 und kann halt ein paar nette Attacken. Ja, was kann das? Das kann Kaskade, das kann Drachentanz.
Es kann Kaskade, das kann Drachentanz, das kann Erdbeben und Eiszahn. Entschuldigung. Und Eiszahn kann es, glaube ich, genau. Und jetzt kann es sich natürlich auch noch zu Mega-Garados entwickeln. Und dann habe ich das gegen so einen bescheuerten Japaner gespielt. Meine Güte. Und habe ich irgendwie so gekämpft und wo halt die Teams dann so gezeigt wurden. Habe ich mir auch gedacht, hey, du bist daraus so ein geschissener, kleiner, pädophiler Drecksack, der fett ist und irgendwie daheim liegt und nur Pommes und irgend so einen Scheißdreck in sich einschaufelt. Was, da kommt der mit Legis daher. Da kommt das Arschloch mit Legis daher. Da hat der Mewtwo drin, dann hat er, was hat er drin gehabt? Ein Mewtwo, ein Zapdos hat er drin gehabt, ein Gengar hat er drin gehabt. Gut, Gengar ist kein Legi, aber Gengar ist auch ein bisschen Imba. Aber es zählt nicht als Legi. Ist auch okay. Ein Zapdos hat er drin gehabt. Was hat er noch drin gehabt? Wie hieß das Viech? Ich habe nachgeschaut. Das war auch ein legendäres. Das kannte ich aber nicht. Keldeo oder irgendwie so ähnlich hieß das, glaube ich. Und ja, da hat noch ein paar richtig gemeine gehabt. Und dann hat der Drecksack halt echt mein ganzes Team ausgerottet. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch kein Mega-Garados. Und dann hat er halt auch mein Mega-Absol vernichtet. Der hat mein ganzes Team vernichtet. Ja, bis auf mein Garados. Dann kam mein Garados. Ja, da hat der Idiot es zugelassen, dass mein Garados zweimal Drachentanz macht. Ja, dann hat er nicht mehr viel zu lachen gehabt. Dann hat er nicht mehr viel zu lachen gehabt. Dann musste er mal kurz ein bisschen jonglieren und hat mal ein paar Probleme gehabt, mein Garados zu vernichten. Ja, dann haben seine Legis auch mal kurz ein paar Probleme gehabt. Ach, es ist schön, wenn man ein Garados hat. Ein Garados richtig gespielt. Ja. Also, meiner Meinung nach, wenn man ein Garados richtig spielt, richtig trainiert hat und man auch wirklich dazu kommt, mal einen Drachentanz so rauszuholen, ein paar, dann ist ein Garados nicht mehr aufzuhalten. Ein Garados ist dann absolut nicht mehr aufzuhalten. Da kannst du machen, was du willst, es ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist dann sowas von mega schnell und hat so einen extremen Angriff. Da kannst du nichts mehr machen, es ist nicht mehr aufzuhalten, es ist nicht mehr zu stoppen. Versuch, was du willst, wie denn? Was willst du noch machen gegen Garados? Was willst du da dann noch machen? Nichts. Du kannst nichts mehr machen. Ich meine, Mewtwo, Mega-Entwicklung, ist der stärkste Pokémon von allen. Hat die höchste Basiswertsumme von allen. Das hat das Mewtwo ge-one-hitted. Mein Garados, also kommt's mir nicht jetzt irgendwie damit daher, dass ihr jetzt irgendwie damit daher kommen würdet. Was? Kommt's mir nicht damit daher, dass ihr damit daher kommen würdet? Ja, das ist mal wieder typische Spike-Logik, ist klar, ne? Wenigstens, ihr wisst, was ich meine. Aber das gleiche gilt ja auch für einen Chevrum hier, der Boss hier, der absolute Boss. Der zerstört ja auch irgendwie alles. Wenn man da mal dazu kommt, ein paar Protze rauszuholen. Oh, es ist schwer aufzuhalten. Es ist sehr schwer aufzuhalten. Oh Mann. Ja, ich trainiere auch gerade ein paar neue Pokémon. Hier für ein größeres Team und so. Größere Vielfalt. Und ja, ich habe mir ein, wen wundert's, ich habe mir Nachtara geholt. Das mal kurz trainiert, die ganzen EV, DV, natürlich auf, Verteidigung und Spezialverteidigung. Die mal kurz schön in die Höhe getrieben. Leider hat es ein neutrales Wesen. Aber Evoli war irgendwie so selten und es ist keins gekommen und dann war es mir irgendwie zu blöd. Ich habe nur ein paar Evolis bekommen, die nicht, dass die einfach ein ungeeignetes Wesen für Nachtara haben. Ja, das ideale Wesen für Nachtara wäre irgendwie, keine Ahnung, positiv auf Verteidigung, negativ auf Init. Finde ich jetzt halt. Ist ideal. Weil Nachtara ist so oder so schon wahnsinnig langsam, finde ich. Ist schon ein sehr langsames Pokémon. Und bei dem ist es ja, Nachtara kann es fast schon egal sein, ob es
schneller oder langsamer ist. Weil das Viech macht doch eh keinen Schaden. Und da macht es auch keinen Sinn, dass man ein positives Wesen für Angriff oder so nimmt, weil das Viech macht so oder so keinen Schaden. Und deswegen hätte ich halt gedacht, soll es halt ruhig ein bisschen langsamer sein, dann könnte man noch Gewissheit nehmen, anstelle von Finsteraura. Denn Gewissheit hat ja doppelten Angriff, wenn man in der Runde Schaden erlitten hat. Und ich spiele halt dann mein Nachtara noch ein bisschen hier gemein, so im Sinne von den Gegner einfach mal ein bisschen vernichten, ohne eigentlich anzugreifen. Und zwar, natürlich hat mein Nachtara, bekommt mein Nachtara Überreste. Muss mal schauen, vielleicht bekommt das auch noch irgendwas anderes. Vielleicht bin ich ja irgendwie eine idealere, ein idealeres Item. Wenigstens, hat mein Nachtara halt die Überreste. Dann, den Mondschein natürlich, um seine KP wieder hoch zu boosten. Selbstverständlich den Delegator. Um noch ein bisschen gemeiner zu sein. Und um den Gegner langsam aber sicher dann auch zu vernichten, bekommt es selbstverständlich Toxin. Ich meine, man setzt Toxin ein. Der Gegner geht dadurch langsam aber sicher zugrunde. Setzt einen Delegator ein. Trollt damit den Gegner extrem, heilt sich dann wieder hoch mit Mondschein. Und wenn man dann gerade voll ist, dann kann man halt noch ein bisschen Schaden machen mit der Finsteraura oder bei mir eben der Gewissheit. Ist irgendwie schon ein bisschen mies, finde ich. Gleichzeitig, ich hätte natürlich auch gerne auf meinem Nachtara Tiefschlag. Hätte ich auch sehr, sehr gerne. Weil das wäre auch sehr praktisch bei so einem langsamen Viech, wenn jetzt doch mal so ein starker Gegner da ist, dann einfach mal kurz, um noch irgendwie schnell Schaden zu holen, wenn man halt tot ist. Noch kurz so einen Schaden rausholen, weil, ja, Tiefschlag ist nicht gerade schwach, muss ich sagen. Es hat 80 Erstschlaggarantie, wenn der Gegner angreift. Und dann bekommt sie auch noch 50% Step, also das hat einen Angriff von 120. Ja, es ist für einen Erstschlag eigentlich ziemlich gut. So. Verkaufen wir mal ein paar Items. So. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt rennen wir noch zu meiner lieben Hexe. Mizi, magst du noch mit oder soll man aufhören? Ach was, kommst mit. Da, da, da. Ich glaube, ich werde heute ja viel Habsmoon aufnehmen, so ist er nicht. Ich werde heute sehr viel aufnehmen. Ich hoffe mal, dass ich auch dazukommen werde. Da, ja, ich bin in den letzten Tagen nicht wirklich dazugekommen. Muss ich mal dazu sagen. Ich komme wenig dazu. Und, ja. Dadurch, dass hier natürlich man hier junger Mann und so und Frau und so ein bisschen flirten und so hier. Es geht schon auf die Zeit, meine Damen, das geht schon auf die Zeit. Meine lieben Zuschauer. Das geht extrem auf die Zeit. Wenn der Mann sich dann, ich meine hier, wir Männer sollten uns natürlich auch Zeit für die Frau nehmen, an die wir uns, an der wir interessiert sind, sagen wir es mal so. Sollten wir Männer uns natürlich auch Zeit nehmen und hier Zeit investieren, da die Zeit halt eins der wichtigsten und hochwertigsten Güter, sage ich jetzt mal, ist, die wir Männer zur Verfügung stellen können oder insgesamt einfach die der Mensch an sich zur Verfügung stellen kann, da die Zeit einfach extrem wertvoll ist, da sie dir niemand zurückgibt und du auch nur begrenzt davon hast, also ist halt schon ein extrem wertvolles Gut. Und ich finde mal schon, dass man sich da Zeit nehmen sollte. Und ich meine, wenn ich nach der Arbeit heimkomme und mich dann in der Küche noch hinstelle und um 10 oder 11 Uhr abends dann noch für meine hier Angebetete noch, weil sie derzeit viel Stress hat in der Arbeit und so, weil ist gerade ein bisschen stressig bei denen hier, Saison und so ein Scheißdreck. Und dann habe ich mir gedacht, hey, kommst du mal,
machst damit ein bisschen glücklich. Und habe ich mir halt was überlegt. Und was mache ich natürlich? Natürlich, ich gehe in die Küche. Und was mache ich hier? Gebrannte Mandeln. Natürlich, hier schön mal Mandeln hier in die Pfanne hauen. Ja, wunderbar. Noch ein bisschen Zucker hier dazu. Wunderbar. Alles schön karamellisieren. Sehr geil geworden. Sehr geil geworden, die Mandeln. Und ich meine, was gibt es da einen besseren Snack, wenn man irgendwie volle Kanne im Stress ist? Ich meine, man hat doch eigentlich immer Zeit, kurz in eine Tüte zu greifen und sich eine Mandel zu gönnen, oder? Die Zeit hat man eigentlich immer und gebrannte Mandeln mag eigentlich auch so gut wie jeder, vor allem wenn sie so geil geworden sind.